Dann geht's jetzt offiziell los. Mit 30 gute Gründe, warum du Modeling lernen solltest. Das Webinar kam folgendermaßen zustande. Die, die mich ein bisschen kennen, und ich habe hier mal ganz kurz was über mich im Live-Seminar ohne Maske, das war mal irgendwann möglich, erinnert ihr euch noch? Also ich mache NLP seit Ewigkeiten und habe mich von Anfang an für das NLP interessiert, weil mich das Thema Modeling interessiert hat. Also ich bin ursprünglich Musiker, und als Musiker ist man gewohnt, dass man von anderen Leuten lernt. Und den Gedanken fand ich toll. Dann habe ich also gelernt, es gibt NLP und da gibt es Modeling, da kann man von anderen Leuten lernen. Also wollte ich Modeling lernen. Es hat sehr lange gedauert, bis ich es konnte, weil es wird im NLP normalerweise nicht gelehrt. Aber irgendwann konnte ich es dann. Ich gebe jetzt seit 2018 einem nach meiner Recherche möglicherweise weltweit erste Modeling-Ausbildung überhaupt, verbunden mit den 4 Stufen Practitioner, Master, Trainer, Coach, und habe auch Stefan Landsiedel modelliert und diese ganzen Sachen. Jedenfalls, immer wieder kommt die Frage an mich: Ralf, warum soll ich eigentlich Modeling lernen? Gib mir einen vernünftigen Grund, gerade von den Leuten, die das mal irgendwie im Practitioner einen Nachmittag oder im Master einen Tag gelernt haben. Und jetzt dachte ich mir, ein Grund ist doch schwach. 30 Gründe gebe ich dir. Und ich fand den Titel irgendwie cool, 30 gute Gründe. Dann habe ich aufgeschrieben und kam auf über 50 Gründe und habe jetzt mal so die 30 besten für euch hier ausgesucht, die ihr heute Abend kriegt. Das ist, worum es geht heute. Ich will euch kurz erklären, was Modeling nicht ist, obwohl es viele denken, vor allem NLPler denken. Leider haben eine bestimmte Idee von Modeling, und das ist bestenfalls eine Halbwahrheit. Dann will ich euch kurz erklären, was Modeling ist, obwohl es viele nicht wissen. Dann kommen die 30 Gründe der Reihe nach durchnummeriert. Und dann gibt es den 31. Grund als Bonusgrund. Okay, und hier starten wir mit den Irrtümern. Übrigens, die Präsentation kriegt ihr hinterher auch. Das heißt, ich schreibe euch hinterher allen noch eine E-Mail in 1-2 Tagen, wo ich euch hoffentlich den Download-Link gebe, auch auf das Video, und da lege ich das PDF bei. Das heißt, ihr braucht jetzt hier keine Screenshots zu machen. Ihr kriegt das hinterher. Also, ich sage mal ganz kurz so, viele Leute, die NLP-Ausbildung machen, Practitioner oder Master oder Trainer, haben da auch ein Tag Modeling. Manchmal ist es ein halber Tag Modeling. Ich glaube, mehr als ein Tag ist es ganz selten. Und da lernen sie bestimmte Sachen und hinterher denken sie, sie wissen, was Modeling ist. Und ich habe gemerkt, die meisten finden es nicht spannend. Die lernen das da und sagen, ja, Modeling hatten wir, das ist so mit Rechtschreibstrategie, das ist so mit visuell external, geht nach auditiv internal, führt zum guten Gefühl und solche Sachen. Diese alte Schreibweise aus den 70er Jahren. Da würde ich sagen, das ist nicht Modeling, das war mal Modeling, aber das ist jetzt auch schon 40 Jahre her. Das haben Bandler und Grinder in den 70ern gemacht und haben dann ziemlich schnell gemerkt, dass es das alleine nicht ist, dass das alleine nicht funktioniert. Und wenn ihr euch im Internet umguckt, irgendwelche Videos und Texte, was NLP Modeling ist, da hört ihr oft, Modeling wäre, ich nehme mir jemanden als Modell, den ich bewundere, und um zum gleichen Ergebnis zu kommen, was der macht, ahme ich zum Beispiel seine Körperhaltung nach. Und jeder normal denkende Mensch sagt, was ist das für ein Quatsch? Also nach dem Motto, ich würde gern so reich werden wie Bill Gates, also setze ich mir jetzt seine Brille auf und setze mich hin wie er und spreche genauso quäkig wie er und ich werde reich, das kann es doch nicht sein. Ist es auch nicht. Also Modeling ist auch nicht nachäffen. Und für die von euch, die vielleicht ein bisschen tiefer eingestiegen sind, die in einem NLP Master Practitioner war und die logischen Ebenen kennen, Kontext, Verhalten, Fähigkeiten und so weiter. Da lernt man oft, dass man sich ein Vorbild nimmt und mit dem Vorbild die Ebenen durchgeht und man fragt den, wo machst du das, was machst du, wie machst du es, warum machst du es, wofür machst du es und so weiter und so fort. Dann geht man rauf und runter und kommt zurück mit einer langen Liste von 30, 40, 50 Sachen, die dieser Mensch gesagt hat. Ich habe bestimmt ein durcheinander gewürfelter Korb von Strategiebausteinchen und kann hinterher einfach überhaupt nichts damit anfangen. Aber was bringt einem das Ganze? Gar nichts. Viele Leute, die NLP machen, denken, Modeling ist ein Teil von NLP. Aber das Witzige ist, es ist genau andersrum. NLP ist ein Teil von Modeling. NLP ist die größere Einheit. Weil, wenn ihr ein bisschen was von NLP wisst, wisst ihr vielleicht, dass, ihr kennt ja vielleicht den Satz, NLP entstand aus Modeling. Ja, wenn man sich überlegt, wenn NLP aus Modeling entstand,
Ja, was könnte denn da noch alles Großartiges aus Modeling entstehen, neben NLP? Und diese Frage hat sich auch John Grinder gestellt, den ich jetzt hier mal als Zeuge bringe. Es ist ein langer Text. Ich gebe euch mal einen Augenblick, dass ihr den durchlesen könnt. Es ist Augenfutter, oben Englisch, unten Deutsch. Leider Gottes sauschwer zu übersetzen. Und da seht ihr, dass John Grinder in diesem Text unterscheidet zwischen NLP und den Anwendungen von NLP. Er spricht von NLP and applications of NLP. Und er sagt, oder ich übersetze es mal für euch, das, was heute Land auf Land ab in NLP-Kursen gelehrt wird und gelernt wird, sind im Grunde Anwendungen von NLP. Aber bereits diese Anwendungen sind so großartig, dass die meisten Leute absolut zufrieden damit sind, diese NLP-Apps zu lernen und sich um das Betriebssystem relativ wenig kümmern. Aber das eigentliche NLP ist, wie Grinder hier auch sagt, das eigentliche NLP ist die Methode, mit der man solche Sachen wie NLP entwickeln kann. Darum geht's. Und damit könnte man neben NLP noch viele andere Sachen entwickeln. NLP ist quasi ein Beispiel für etwas, was man aus Modeling entwickeln kann. Und Modeling im NLP hat zwei Wortbedeutungen, die auch mal gern durcheinander geschmissen werden. Das eine entspricht dem deutschen Modell lernen. Das heißt, ich nehme mir ein Modell, ich nehme mir ein Vorbild, ich sage mir, boah, du bist gut, ich möchte so sein wie du. Du bist mein Modell, mein Vorbild und dir eifere ich nach. Das ist die Bedeutung von Modeling, die viele Leute als erste und einzige denken. Es gibt auch noch eine zweite Bedeutung und die ist fast wichtiger. Die zweite Bedeutung ist, es geht um Modellbau. Es geht darum, dass ich mir von etwas ein Modell mache, um zu verstehen, wie das funktioniert. Und da geht es jetzt in NLP, wie ihr euch denken könnt, weniger darum, dass ich mir ein Modell mache, vielleicht von Atomen oder von der Galaxie, sondern es geht im NLP darum, dass ich mir ein Modell mache von Menschen. Das heißt, Modeling ist die Idee, ich baue mir ein Modell davon, wie ein Mensch funktioniert. Und dann kann ich zum Beispiel, da kommen wir gleich noch auf die ganzen Sachen, dann kann ich zum Beispiel in diesem Modell Simulationen laufen lassen. Dann kann ich in diesem Modell Sachen ausprobieren, die dann, wenn sie funktionieren, ich auch in Wirklichkeit mache. Und wenn sie schiefgehen, mache ich sie nicht. Das heißt, auf die kann ich dann auch testen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, was funktioniert in meinem Leben, was nicht. Und wenn ich mir von anderen Leuten auch ein Modell bauen kann, kann ich aufgrund des Modells Dinge wieder für mich. Ich zeige euch das mal ganz kurz mit einem Bild. Und zwar, das Bild sieht folgendermaßen aus. Ich wechsle jetzt mal kurz den geteilten Bildschirm. Guck mal, das ist ein Beispiel für Modeling. Ich vermute, ihr seht es auf den ersten Blick, worum es da geht, oder? Ist klar und eindeutig? Gut. Also in unseren Seminarräumen in Berlin-Jablonski-Straße, das hier sind diese Seminarräume in Berlin-Jablonski-Straße. Und wenn mich da einer fragt, was manchmal vorkam, du Ralf, wir haben gerade Pause, wo ist denn hier ein Bioladen? Dann habe ich sowas aufgemalt zum Beispiel. Das heißt, ich sage dem, du gehst die Jablonski-Straße vor, bis du auf die Prenzlauer Allee kommst, dann gehst du die Prenzlauer Allee hoch, du gehst an der Schodowiecki-Straße vorbei, die ist hier gar nicht eingezeichnet, und über die große Kreuzung hier an die Ecke und da ist der Bioladen. Das heißt, dass diese kleine Kritzelzeichnung ist ein Plan, ist ein Modell, wie du von der Jablonski-Straße zum Bioladen kommst. Wenn jemand neben mir in der Jablonski-Straße steht, und ich ihm das aufkritzle, während er mir zuhört, reicht diese Abbildung, diese Landkarte, dass die Person ihr Ziel erreicht. Und das ist Modeling. Modeling heißt, wenn einer was weiß oder kann, in meinem Fall, ich weiß, wo der Bioladen ist. Also wenn einer was weiß und kann, was du auch gerne wüsstest und könntest, ist die Frage, wie sieht die optimale Abbildung meines Wissens und Können aus, sodass du es in dein System integrieren kannst und zum gleichen Ergebnis kommst wie ich. Wobei man auch sagen muss, das Ganze gilt natürlich mehr in der Zeit, bevor es Handys gab. Wobei immer noch Leute, die kommunikativ sind, bevorzugen, dass sie einen echten Menschen fragen, wo ist denn hier ein Bioladen, statt dass sie irgendwie hektisch am Handy rumtippen. Ich sag's nur.
Okay, also Modeling in 4 Schritten. Und da sind schon die ersten Sachen, die ihr davon habt, wenn ihr Modeling lernt. Wenn ihr modellieren wollt, und zwar entweder euch selbst, das ist Selbstmodeling, oder irgendjemand anderen, sei es Einstein oder Leonardo da Vinci oder irgendeinen Menschen, den ihr gut kennt, oder eben halt euch selber, oder ich damals, Stefan Landsiedel, ist Schritt 1, ich brauche eine Themendefinition. Ich muss ganz klar sagen können, was modelliere ich eigentlich? Viele Modelings scheitern an dieser Stelle, weil wenn ich zu Stefan Landsiedel gehe und sage, Stefan, ich wäre gern so erfolgreich wie du, und das ist mein extrem diffuses Modeling-Thema, dann kann ich mit ihm vermutlich 5 Jahre reden und er erklärt mir, wie das ist. Das heißt, ich muss das Thema sehr genau definieren, sehr differenziert mit klaren Kriterien. Das ist eine Fähigkeit, die tut einem Leben total gut, wenn man das kann. Dann kommt der nächste Schritt, die sogenannte Elicitation oder auch Herausfindung. Da schärfe ich meine Sinne, um, die Punkte erkläre ich später noch mit klarer Wahrnehmung, guter Mustererkennung, die Elemente rauszufinden, die ich brauche. Und zwar geht es immer um den Unterschied zwischen Modell und Vergleichsperson. Das heißt, Bandler und Grinder konnten nicht Milton Erickson modellieren. Bandler und Grinder konnten nur modellieren, was der Unterschied ist zwischen dem, was Milton Erickson gemacht hat und was Bandler und Grinder gemacht haben. Modeling modelliert immer einen Unterschied. Dann komme ich normalerweise auf 10, 20, 30, 40, 50, viele Unterschiede, viel zu viele. Und wenn ich einen richtig guten Tag habe, dann werde ich den einen Unterschied finden. Den einen Unterschied, der den Unterschied macht. Ich bin aber auch zufrieden, wenn es 3 oder 5 sind. Mehr halte ich für albern, weil die muss man ja auch noch installieren. Denn jetzt kommt der nach meiner Meinung wichtigste Schritt, die Installation. Ja, was hilft es mir denn zum Beispiel, wenn ich weiß, ich habe ja Stefan Landsiedel modelliert, dass dieser Mensch unfassbar viel Energie hat auf dem Weg zum Erfolg? Und dann stelle ich fest, na schau mal einer an, Stefan hat ganz viel Energie, ich habe nicht so viel Energie. Ja, was glaubt ihr, was mir das bringt, das zu wissen? Ja, gar nichts bringt mir das. Was ich wissen will, ist die Frage, wie kann ich es machen, dass ich auch so viel Energie habe wie Stefan? Das heißt, der Punkt, um den es wirklich geht, ist die Installation. Das heißt, wie bekomme ich die Strategie der anderen Person in mich rein? Oder wenn ich ein Selbstmodelling mache, wie schaffe ich es, dass ich das, was ich hier kann, ich auch hier kann? Darum geht es. Und das ist der Hauptpunkt, dass ich halt irgendwas baue, womit ich eine Strategie übernehmen kann. Im NLP nehmen wir dafür ganz häufig Formate. Aber wenn ich das jetzt erkläre, brauche ich allein für den Punkt ungefähr 1 Stunde, kommt aber nachher noch als einer der Punkte zum den 30 Punkten. Jetzt habe ich das für euch in 6 Päckchen gepackt zu jeweils 5 Gründen. Was es einem denn bringt, wenn man sozusagen Modellbau lernt auf NLP-Niveau, wenn man lernt, dass man Modelle von Menschen baut, wie Menschen funktionieren, wenn man lernt, das abzubilden, wenn man lernt, Landkarten zu machen. Und das sind die ersten. Grund 1 bis 5 ist Selbsterkenntnis oder was ich fast noch schöner finde als Selbsterkenntnis, sich selbst verstehen. Weil vielleicht haben einige von euch mein 10-Minuten-Video gesehen, wo ich so ein paar Ideen auch erklärt habe, was Modeling ist. Und da steige ich ja so ein, dass ich sage, den meisten Leuten geht es so, die halten sich selbst für ein Rätsel. Also ich meine, du bist ein Rätsel. Weil ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber versteht ihr euch wirklich? Also versteht ihr, warum ihr manchmal so reagiert, wie ihr reagiert? Und warum ihr bei gleichen Sachen manchmal ganz verschieden reagiert? Also, warum euch manchmal irgendwas Angst macht und mal irgendwann nicht, irgendwas macht euch Sorgen und nicht an manchen Tagen seid ihr gut drauf und da macht es euch gar nichts aus. Das ist doch merkwürdig. Das heißt, platt gesagt, dein Modell von dir selber ist scheinbar auch nicht so gut. Also, wenn du quasi noch nicht mal vorhersagen kannst, wie du reagieren wirst, das ist ja die Grundidee von wissenschaftlichem Denken ist. Ich beobachte die Wirklichkeit und mache mir ein Modell von der Wirklichkeit. Und wenn das Modell gut ist, erlaubt es mir Vorhersagen über die Wirklichkeit, die zutreffen. Das ist das Wichtige. Und die meisten Leute machen sich schon ein Modell von sich, also so ein Selbstbild, aber trifft das zu? Ein gutes Modell, das ist Punkt 1. Ein gutes Modell bedeutet, du kennst und verstehst dich so gut,
dass du normalerweise vorhersagen kannst, wie du auf bestimmte Dinge reagierst, in welchen Situationen du dich wohlfühlst, wo du dich unwohl fühlst. Und du erschaffst quasi die Gebrauchsanweisung für dich selber. Das ist Grund 1. Daraus ergibt sich sofort, dass du natürlich Grund 2 deine Ressourcen kennst, deine Stärken kennst, also was dir liegt, was du gut kannst, was dich auszeichnet. Da kommt nachher nochmal eine ganze Extra-Abteilung. Und du kannst das dann ausbauen und nutzen. Und fast vielleicht noch wichtiger, du kennst deine Fallen, deine Abgründe. Du kennst deine wunden Stellen. Dann kannst du die ändern, kommen wir nachher drauf. Das ist gar nicht so einfach mit dem Ändern. Aber manchmal ist es schon eine gute Idee, wenn man quasi auf der Landkarte eingezeichnet hat, Obacht, hier Baugrube oder Treibsand oder hier wohnen die Krokodile. Und dann geht man halt einfach außen rum an der Stelle, weil es da halt nicht so schön ist. Das heißt, man kann, wenn man die eigenen Stärken und Schwächen durch Modeling auf eine gut, auch abstrakte Art kennenlernt, kann man mit sich selber auch in den Sachen viel besser umgehen. Ihr könnt euch sowas überlegen, wenn ihr jemanden wirklich mögt, wenn ihr jemanden liebt und zu der Person gut sein wollt, dann will man doch normalerweise auch wissen, was tut dem Menschen gut und was tut dem nicht gut, was macht dem Spaß, was macht dem keinen Spaß. Und wenn man den Menschen dann wirklich liebt und will, dass es dem gut geht, dann macht man halt mehr von dem, was dem gut tut und weniger von dem, was dem nicht gut tut. Und das könnte man jetzt hier auch mal mit sich selber einfach so als Idee, wenn man, das war schon Selbstliebe, kommen wir gleich drauf. Jetzt das Nächste, was sich daraus ergibt. Wenn man sich selber kennt auf die Art, gewinnt man selbst Erkenntnis, ist klar. Wenn man sich dabei Dinge von sich selbst bewusst macht, dann bringt das Selbstbewusstsein. Das ist ganz komisch. Das, was wir Selbstbewusstsein nennen bei Leuten, ist oft, die kennen sich. Also wenn du deine guten Seiten und deine wunden Stellen kennst, wenn du weißt, wo man dich treffen kann, wo du verletzbar bist und du damit gut umgehst, dann entsteht eine Ausstrahlung, die die Leute normalerweise selbstbewusst nennen, weil dich halt nichts mehr da so jetzt vom Stuhl haut. Und je besser du dann deine Strategien kennst, deine Abläufe, deine Programme, umso mehr kannst du denen auch vertrauen. Weil wenn das Modell funktioniert, weißt du, was normalerweise klappt und du weißt auch, was normalerweise nicht klappt. Und daraus ergibt sich Selbstvertrauen. In der nächsten Ebene wirst du dadurch mehr und mehr bestimmte Elemente, Muster finden, die sich wiederholen, die sich so wiederholen, dass du sagst, das ist aber echt ganz schön stabil. Das ist so stabil, das bin irgendwie ich, weil das ist da immer. Und daraus entsteht dann die Selbstsicherheit, weil du weißt, darauf kann ich mich wirklich verlassen. Das ist, wenn es mich gibt, ist das mit drin. Und jetzt spinne ich mal rum und wenn du das Ganze dir dann anguckst und sagst, eigentlich gefällt mir das, dann könnte sogar Selbstliebe entstehen. Dass du sagst, ja, jetzt wenn ich mir das Gesamtwerk so angucke, so nach dem Motto, ich das Meisterwerk, ist schon ganz okay. Und ja, ich mag das so. Und gerade wenn wir dann später Richtung Lernen und Lehren gehen, kommt hier oft die Frage, was an dir ist so toll, dass alle es können und wissen sollten? Und glaub mir, den Satz wirst du ohne Selbstliebe nicht beantworten können. Aber wenn du erstmal sagst, also eigentlich geht es mir ganz gut mit mir, jetzt wo ich mich ganz gut kenne, dann kommen auch so Ideen, was von dir nachweltwürdig ist. Okay, jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Wenn du nicht weißt, wer du bist, weißt du auch nicht, was zu dir passt. Das ist ein Punkt, den viele Menschen schon in meinen Seminaren mitgekriegt haben. Also gerade in unserer heutigen Welt, wo dir so viele Leute erklären, was du wollen solltest und was gut für dich wäre, wenn du es wollen tätest, da fühlt man sich oft so ein bisschen Gehirn gewaschen. Und es gibt eine Reihe von Leuten, die irgendwann merken, ja, die Frage, ob du lieber in der Wüste oder am Nordpol wohnen wolltest, hängt auch sehr davon ab, ob du Eisbär oder Löwe bist. Also es gibt nicht den passenden Platz für alle Menschen. Also je besser du dich kennst, umso besser weißt du, was zu dir passt und dann weißt du auch, was du willst und was du im Leben anstreben kannst. Wir kommen auch nachher drauf, das betrifft auch andere Menschen. Das heißt, du kannst dann auch sagen, welche Menschen besser zu dir passen, aber das ist ein anderes Thema. Und ich habe mal Punkt 5 noch dazu genommen, durch Modeling erkennst du auch deine dunklen Seiten. Wir gehen nachher mal ganz kurz in das Thema rein, Problemmodeling. Das ist sehr spannend. Problemmodeling. Das heißt,
jetzt, um mal die große Kiste aufzumachen, sowas wie Jungsche Schattenarbeit, Problemtrance-Rekonstruktion, mal wirklich reingucken in die Kiste, wo das Zeug so vor sich hin murkelt und murmelt. Und der Modeling-Blick ist dann richtig cooler, weil er ist wertschätzend. Er geht auf die Strategieebene. Er folgt dem Satz von Richard Bandler: Angenommen, dein Problem wäre ein Job und du hast 14 Tage Urlaub und ich soll dich vertreten. Bring mir bei, dieses Problem genau wie du zu haben. Das heißt, plötzlich wird die dunkle Seite, der Abgrund, so nach dem Motto, sagst du, ja, ich habe einen Abgrund, aber was glaubst du, wie viel Arbeit das war, den zu graben? Also irgendwann ist man dann, ich will nicht sagen stolz, aber ich glaube, man sieht dann auch, dass es manchmal echt Arbeit war, das Problem zu machen, und dann vielleicht doch ein bisschen stolz. Das heißt, durch diesen Blick auf Probleme als Leistungen, die modellierenswert sind, kann man auch das anders anpacken. Außerdem muss man dazu sagen, kommen wir nachher noch drauf, häufig ist es so, dass eine Strategie, die in einem Kontext zum Problem führt, in einem anderen Kontext eine Ressourcenstrategie sein kann. Da kommen wir nachher drauf, wenn es um Abstraktionsvermögen geht. Okay, das waren die 5 Gründe Selbsterkenntnis. Jetzt ahnt ihr, was kommt. Du bist nicht allein. Es gibt ja noch andere Menschen auf der Welt. Und manchmal möchte man sogar wissen, was ist denn das für ein fremder Mensch und wie tickt denn der? Das heißt natürlich, Punkt 6, ganz einfach, wenn du Landkarten bauen kannst, auch von anderen Menschen, wobei man dazu sagen muss, bei den meisten anderen Menschen reichen so Kritzelkarten. Also die müsst ihr nicht so detailgetreu machen. Da reicht so ein grobes Skizze, dass ich weiß, ja, so tickt der, jetzt komme ich mit dem ungefähr klar. Das ist sozusagen der Weg zum Herzen und das ist der Weg in den Abgrund. Mehr brauche ich gerade nicht. Es ist vermutlich eine Handvoll Menschen, über die man ganz spezifische Karten anlegt. Aber es ist auch nicht verkehrt zu wissen, dass es sozusagen Milliarden gibt. Da reicht eine Skizze und vielleicht 200, da reicht eine ausgearbeitete Skizze. Und vielleicht so 10, 15, für die mache ich mir eine sehr genaue Karte. Das kann man dann auch fein machen. Punkt 7 kann das Leben deutlich ändern. Also wir sehen ja bei den anderen, was die dann so im Leben erreichen, was die dann haben irgendwie an Geld, an Schönheit, an Ruhm, an Gesundheit, an was weiß ich, tolles Leben. Und da denkt man sich oft, boah, das hätte ich auch gern. Und wenn du mit Modeling rangehst und vielleicht auch bestimmte Fragen stellst, da kommen wir nachher drauf auf die Gesprächsführung im Modeling, dann wirst du automatisch auch sehen, was die Leute gemacht haben, um da hinzukommen. Ich meine zum Beispiel Stefan Landsiedel in seinem Erfolgsmodeling. Das sind Jahrzehnte an Investitionen, die er gemacht hat, um diesen Erfolg zu haben. Und es waren auch viele Opfer dabei. Und sei es nur viele, viele, viele Stunden Arbeit, die da drin stecken. Und mir geht es immer so, wenn ich mit solchen Leuten mich unterhalte und ich sehe, welchen Preis die bezahlt haben, dann, wenn da vorher Neid war, wird der ganz schnell weniger und weicht Anerkennung. Da habe ich geschrieben, Neugierde statt Neid. Und wenn ich dann weiß, der hat das Ergebnis und das hat er dafür eingesetzt, dann kann ich mich entscheiden, will ich das auch einsetzen für das Ergebnis. Oder reicht mir vielleicht ein Teil von diesem Ergebnis. Jetzt mal für die NLPler. Ich glaube, euch allen ist klar, wenn ihr einmal die Disney-Strategie macht, seid ihr hinterher nicht Walt Disney. Okay? Sorry, wenn ich da jetzt irgendwas kaputt gemacht habe in der Idee, aber eine Disney-Strategie macht dich nicht zu Walt Disney. Wenn ihr euch mit der Biografie von Walt Disney beschäftigt, was dieser Mann seit seiner Kindheit investiert hat in seinen Erfolg, was er als Preis dafür gezahlt hat, ist völlig klar, die Disney-Strategie bringt mir einen Bruchteil, einen wunderschönen Bruchteil von Disneys Strategie. Ich finde es eines der schönsten NLP-Formate. Aber es ist die bewusste Entscheidung, ich will nicht den Preis von Jahrzehnten bezahlen, ich will eine halbe Stunde oder Stunde bezahlen. Und dafür nehme ich ein Stückchen von Walt Disneys Strategie. Okay, gut, hier geht's weiter. Habe ich ja gerade schon gesagt, wenn ich die Landkarten von anderen Menschen gut zeichne, wenn ich die gute Modelle bilde, dann erreiche ich sie besser. Ich weiß, wo ist der Weg zum Herzen und wo ist der Weg zum Geldbeutel, je nachdem, was ich brauche. Also jetzt Verkauf oder Kommunikation oder Flirt oder wo ist der Weg zu einer Einigung, beim Coaching, wo ist der Weg zur Veränderung. Es macht Spaß, wenn man sich so ein bisschen
in der Welt der anderen Menschen auskennt und die Wege findet. Oh, ich gucke auf die Uhr, ich muss mich ein bisschen beeilen. Ich mache mal eine kleine Klammer. Ja, ich muss mich beeilen, ich mache eine Klammer auf. Wenn man tiefer einsteigt, dann lernt man das Coole am NLP, jetzt im Sinne von NLP-Apps, also das, was die Bandler, Grinder und folgende gebaut haben, ist, es gibt da ganz viele Vorlagen für Landkarten, die man aber noch sozusagen ausfüllen muss. So ein bisschen wie Malen nach Zahlen, ich muss noch Farbe reinbringen, dann funktionieren die. Und wobei schon diese groben Landkarten ganz gut funktionieren. Ich denke jetzt hier an Psychografie, Beziehungstyp, Handlungstyp, Erkenntnistyp. Wenn ich also erstmal so grobe Landkarten habe, drei Sorten von Menschen, also bei 9 Milliarden Menschen jeweils 3 Milliarden, ist echt eine grobe Landkarte. Aber schon kann ich, wenn ich sage, ey, den markiere ich mal als Erkenntnis- oder Beziehungstyp, kann ich mit dem schon besser umgehen, finde den Weg. Und drum, Punkt 9, wenn ich jetzt meine Landkarte kenne und ich kenne deine Landkarte oder ich kenne die Landkarte von anderen, dann weiß ich, wer zu mir passt und wie wir zusammenpassen und was wir gemeinsam machen können. Und dann habe ich vielleicht nicht das Problem, dass ich immer auf die falschen reinfalle oder so weit in der Richtung, was manche halt so ein Leben lang spielen. Das heißt, ich verstehe Passungen besser. Und Punkt 10, das ist eine Idee von Jordan Peterson, finde ich genial. Andere Menschen nehmen die Welt ja anders wahr als ich. Das heißt, die billige Nummer ist, ich kann andere Menschen als Informationsquelle nutzen, weil die Sachen wissen, die ich nicht weiß. Aber was noch cooler ist, ich kann andere Menschen als Wahrnehmungsorgan nutzen, weil ich kann die fragen, was hast denn du für Infos für mich und gib mir mal die Infos. Aber vielleicht noch cooler ist zu fragen, wie bist denn du an diese Infos rangekommen? Also gib mir nicht die Infos, gib mir den Weg zu den Infos. Und plötzlich lerne ich durch andere Menschen, durch Modeling, eine völlig andere Sicht auf die Welt. Ich erweitere quasi meinen Blick auf die Welt, ich erweitere meine Sinne mit der Welt. Auch das ist völlig grandios. Bandler meinte mal, ich meine, Bandler hat wirklich viel Drogenerfahrung und er meinte, der vermutlich wildeste Drogentrip, den man sich vorstellen könnte, wäre mal eine Stunde das Gehirn eines anderen Menschen zu haben. Und ich glaube, in die Richtung geht das hier so, dass man sich vermutlich gar nicht vorstellen kann, wie das ist, als zum Beispiel Stefan Landsiegel die Welt zu sehen. Aber einen Tick kann man mit Modeling da reingehen, dass man mal testweise zum Beispiel bestimmte logische Ebenen von anderen Leuten übernimmt und deren Blick auf die Welt nimmt. Okay, das war Sack 2, andere verstehen. Jetzt kommt der dritte Sack und wir nähern uns der Hälfte. Das ist das Lernen. Dahinter steht ja auch die Idee, was ist eigentlich NLP? Und häufig sagen Leute, NLP ist ja im Grunde Psychokram, also so Coaching und Therapie. Und ich finde, nee, das stimmt nicht. Ich glaube, wenn NLP eine Sache im Grunde ist, dann geht es ums Lernen. Weil die Idee von Bandler und Grinder, die Geschichte geht ja folgendermaßen. Also Bandler und Grinder haben sich am Anfang mit Therapie beschäftigt. Und zwar zuerst mit Fritz Perls und dann mit Virginia Satir, später mit Milton Erickson. Und die haben von denen gelernt, von Perls posthum, von Satir und von Erickson als Schüler und haben dann angefangen, das, was sie gelernt haben, anderen Leuten weiterzugeben. Und die Kombination von Bandler und dem Linguisten Grinder führte zu der Frage, wie können wir das, was diese Exzellenz-Therapeuten ausmacht, so beschreiben, dass andere es nachmachen können? Das heißt, die Grundfrage von NLP als Methode war auf einer Metaebene. Wie können wir das lehren? Von daher, wenn ich NLP bei irgendwas einsortieren müsste, würde ich es nicht bei einer Psychotherapie-Coaching-Methode einsortieren. Ich würde es einsortieren bei einer Lern- und Lehrmethode. Für mich ist NLP in der Essenz Lernen. Lernen und Lehren. Das ist die Grundidee. Und die Grundidee davon ist, ich meine, Bandler und Grinder haben angefangen mit 3 Therapeuten. Tony Robbins hat dann später erfolgreiche Leute modelliert. Die Grundidee ist, voneinander lernen. Die Grundidee ist, wenn du ein Problem hast, dann such dir einen, der die Lösung lebt und frag ihn, wie er es macht. Lern von dem. Und ihr wisst vermutlich auch, in ganz vielen Fällen könnt ihr euch selbst fragen. Weil bei den meisten Problemen ist es so, dass man sich denkt, das ist eigentlich komisch. In dem Bereich kann ich damit umgehen. In dem Bereich nicht. Ich könnte ja
von mir selber lernen, wie man das Ganze macht. Das heißt, die Grundidee von Modeling ist nach, die Grundidee von NLP ist nach meiner Meinung Lernen. Und Modeling, wenn du es kannst, erlaubt dir, und das ist für mich so ungefähr das größte Geschenk, selbstbestimmt zu lernen. Ich bin nicht mehr abhängig davon, dass mir irgendjemand was beibringt, dass ich eine Quelle finde, dass ich sonst irgendwas, sondern ich kann bestimmen, ich möchte etwas lernen und dann lerne ich das. Dann gehe ich in die Welt ist voll von großartigen Leuten, von großartigen Büchern, von großartigen Videos und ich lerne einfach die Sachen. Ich nehme mir einfach die Strategien, die ich haben will. Und da ist inzwischen zum Beispiel YouTube und das Internet ist so eine unfassbare Schatzkiste an Strategien, die man einfach übernehmen kann. Und da kommt dann gleich Punkt 12, der mir persönlich auch eine Riesenerleichterung war. Ich habe ja studiert Musik. Und ich habe im Musikstudium, glaube ich, alles gelernt, was es über schlechte Lehrer zu lernen gab. Weil 2/3 von diesen Profs dort waren geniale Künstler, aber sie wusste nicht, wie sie das lehren können, was sie können. Also ich hatte einen Gesangslehrer, C4-Professor, der hat mir einmal gesagt, das war sein Feedback, High-Quality-Feedback, ihr Ton klingt, wie Durchfall aussieht. Ich meine, auf dem Niveau fand der Unterricht statt. Und als ich ihn dann fragte, wie ich das jetzt können könnte, diese Art von, was er mir beibringen wollte, meinte er, ja, das müssen Sie im Urin haben. Ich meine, auf dem Niveau fand der Unterricht statt. Und ich habe wirklich in meinem Leben viel darunter gelitten, dass ich mit Leuten, dass ich von Leuten lernen wollte, wo ich gesehen habe, die können es und wissen es, aber sie können es nicht beibringen. Und Modeling macht dich unabhängig von schlechten Lehrern. Das heißt, es spielt keine Rolle, ob er es beibringen kann, du kannst es selber lernen. Ich hatte dann Anekdote, nach dem Studium noch, also nach dem Examen noch weiter Gesangsunterricht genommen und dann schon NLP gelernt und habe dann mal die Gesangslehrerin gefragt, ob ich mal eine Gesangsstunde lang sie modellieren dürfe. Also quasi normale Gesangsstunde, zahle auch normal dafür, aber nicht sie unterrichtet mich, ich modelliere sie. Und hat sie gesagt, ja, weil sie wusste nicht, was das ist. Und ich habe sie dann eine Stunde ausgefragt. Und ich habe in dieser Stunde unfassbar viel gelernt über Singen. Nach der Stunde meinte die Frau zu mir, das war sehr interessant und das wäre jetzt meine letzte Stunde gewesen. Sie möchte nicht mehr, dass ich wiederkomme. Ich meinte, hä, wieso denn das? Und dann meinte sie, ihr wäre selber klar, dass ich in dieser einen Stunde mehr gelernt hätte als sonst in 10 Stunden. Und das bitte nicht für diesen Stundenpreis. Und ich so, oh. Also sie hätte den Preis erhöhen können. Aber ich fand das so cool, dass sie selber gemerkt hat, dass ich in der Stunde deutlich mehr gelernt habe als sonst. Das heißt, Punkt 13, mit Modeling kannst du die exzellenten Strategien von anderen Menschen übernehmen, auch mittels Medien. Das ist ganz wichtig. Also Bücher, Videos, alles drum und dran. Das Wissen der Menschheit bleibt erhalten. Das ist mir ein unglaublich wichtiger Punkt. Ich habe mit Frau Birkenbiel zusammengearbeitet und dann ist sie halt irgendwann gestorben. Und plötzlich war das ganze Birkenbiel-Wissen weg. Sie hatte keinen Nachfolger, sie hat ein ziemlich ungeschicktes Testament gemacht, was zu sehr vielen Unklarheiten geführt hat. Und inzwischen gibt es so viele Menschen, die sagen, Birkenbiel wer? Ich kenne keinen Birkenbiel. Eine der größten Trainerinnen, die es in Deutschland jemals gab. Und du kannst zugucken, wie das verloren geht. Oder Marshall Rosenberg, mit dem habe ich auch gelernt in Seminaren. Marshall Rosenberg ist gestorben. Die GfK-Szene hat sich davon nie wirklich erholt. Das heißt, der Schlimmste für mich ist Klaus Marwitz, den kennt praktisch niemand, der Begründer von Alpha Reading, ist gestorben und Alpha Reading ist weg. Das heißt, es ist so entsetzlich, dass mit solchen Leuten oft eine Bibliothek abbrennt. Und das können wir uns nach meiner Meinung einfach nicht leisten, dass wir mit diesen Menschen das Wissen untergehen lassen. Da NLP, auch wenn Bandler und Grinder morgen sterben, wird NLP nicht untergehen. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Das ist anders gebaut, dass das lebt selber weiter, die Methode NLP. Und der Gedanke, ich kann, also einer wie Erickson oder Perls oder Satir sind im NLP viel besser konserviert als in ihren eigenen Schulen. Das heißt, der Gedanke, ich kann das, was einer weiß und kann, in eine Strategie kleiden und erhalten und weitergeben. Oh. Ist doch großartig. Und Punkt 14, jetzt kommen wir zu dir. Das gilt auch für dich. Das heißt, ich könnte auch sagen, Modeling ist dein Weg zur Unsterblichkeit. Weil wenn du sagst, eigentlich bin ich auch ziemlich cool, was ist nach dem Motto, Bandler, Grinder, stumpf, warum eigentlich nicht? Und du sagst, in mir sind auch Strategien, die sich lohnen weiterzugeben.
dann kannst du das mit Modeling. Du kannst dann dich auf eine Art beschreiben, das anderes lernen können. Das ist auch super wichtig, zum Beispiel bei Unternehmensnachfolge. Da gibt es oft den Alten, der hat den Laden aufgebaut, der hat die ganzen Sachen drauf und der wünscht sich jetzt zum einen, dass sein Nachfolger alles so macht wie er und er weiß aber auch, die Zeiten ändern sich, das ist der sicherste Weg in Abgrund für die Firma. Und wenn man da mit Modeling reingeht, kann man die Strategie des Gründers vom Gründer abstrahieren, als Strategie formulieren, dem Nachfolger geben und man hat volle Wertschätzung und volle Freiheit. Daraus ergibt sich auch, dass wenn du Trainer oder Coach oder Lehrer bist, kannst du mit Modeling besser lehren, weil du deine Schüler ganz anders verstehst, weil du deren Landkarten verstehst, deren Lernstrategien und Ähnliches. Das heißt, Modeling ist im Grunde für jemanden, der ernsthaft lehren will, gibt eigentlich keinen Weg drumherum, weil du dann dich, das ist Schritt 14, dich quasi als Strategie formulierst. Und Punkt 15, jetzt in Kontakt mit den anderen Leuten feststellst, was verstehen die eigentlich und was verstehen die eigentlich gerade nicht und wie kann ich das nachschärfen? Arnold Schönberg hat eine Kompositionslehre geschrieben, die hat die Widmung. Dieses Buch habe ich von meinen Schülern gelernt. Und im weiteren Text hat er dann wohl erklärt, er konnte es einfach, so quasi von Natur aus, aber es war ihm nicht klar, wie er es macht. Und durch die Fragen seiner Schüler hat er gelernt, sich zu reflektieren, bis er es unterrichten konnte. Das ist die Idee von 15. Also Modeling als Weg, miteinander und voneinander zu lernen. Okay, jetzt nochmal ein extra Kapitel, 5 Punkte über die eigenen Stärken. Also, Modeling ist ja die Idee, ich baue ein Modell. Und Modell ist sowieso, kann man sich in der einfachsten Form stellen, Blackbox. Das heißt, auf der einen Seite geht was rein, und auf der anderen Seite kommt was raus. Das nenne ich dann von A nach B. Und das Spannende ist, die meisten Leute sind total scharf drauf, dass sie ihre persönlichen Stärken kennen. Und wenn man sie dann fragt, so sag mal, was genau ist eigentlich eine persönliche Stärke? Dann stellen die meisten fest, können sie gar nicht sagen. Also wenn ich jetzt sage, guck mal Leute, ich bin so stark, ich kann ein Taschentuch hochheben. Bin ich stark? Ich kann das sogar von einer Hand in die andere werfen. Boah, bin ich stark. Wenn die meisten sagen, das ist doch Quatsch, das ist nicht stark. Das kann doch jeder. Und außerdem ist es leicht. Und nur so als Tipp, wenn du alles das, was dir leicht fällt, in deinem Stärkenportfolio aussortierst, sortierst du gerade deine größten Stärken aus. Weil die größten Stärken ist das, was einem am leichtesten fällt. Und wenn du glaubst, das kann jeder, dann tust du auch ganz viele Stärken aussortieren, weil das ist oft nur dein Glaube, dass das jeder kann. Und von daher ist Modeling durch dieses Formulieren von Strategien von A nach B, Anfangspunkt über bestimmte Schritte zum Endpunkt, wirst du erstmal überhaupt verstehen, was eigentlich Stärken sind. Und das ist schon mal gewaltiger Schritt nach vorne. Jetzt habe ich euch ja vorhin schon gesagt, mit diesen Problemmodeling, Problemstrategien, wenn du dann irgendwann anfängst, weil du sagst, meine Stärken habe ich jetzt durch, dass du beginnst, deine Probleme zu modellieren, wirst du bei vielen Problemen merken, ja, also für so ein Problem muss man ziemlich schlau sein, weil man muss komplexe Sachen denken, man braucht 3-Meter-Ebenen drin, man braucht ein gutes Gedächtnis, um sich auch an vergangene Katastrophen zu erinnern, man muss grandios visualisieren können, um sich all diese schauerlichen Sachen vorstellen zu können, man muss sprachlich gut drauf sein für einen geilen inneren Hypnotrance-Dialog, der einen Abgrund führt. Also plötzlich merkst du, meine Güte, sind in dem Problem viele Ressourcen drin. Und überleg mal, wenn du ein Problem hast und du bist in einem halbwegs funktionierenden sozialen Netz, werden sofort 10, 15, 20 Leute kommen, die mit aller Kraft versuchen, dich von diesem Problem zu befreien. Wenn es dir gelingt, trotz der Hilfe von 20 netten Menschen das Problem zu verteidigen, müssen da Ressourcen drin sein. Und das könnte doch eine großartige Idee sein, die mal rauszuarbeiten. Aber dafür musst du halt so ein Problem sozusagen in Bausteinen dir angucken können, dass du nicht die Gesamtstrategie, sondern Bausteine davon anguckst. Das sind die Ressourcen darin. Und jetzt Punkt 18. Wenn du weißt, wie es funktioniert, dein Problem, kannst du auch an einigen Stellen mit minimalem Aufwand das Problem stören.
indem du irgendwo zum Beispiel mal einfach zwei Strategieschritte umdrehst oder was wir jetzt im Coach am Sonntag gemacht haben, du lässt die Problemstrategie rückwärts ablaufen. Also wenn du sagst, mein Problem geht durch die Schritte 1, 2, 3, 4, 5, dann machst du halt dann 5, 4, 3, 2, 1. Hatten wir es am Sonntag im Coach und die Frau fing hinterher an zu strahlen und meinte, boah, geil. Also plötzlich ging es ihr ganz anders. Das ist die Veränderung auf der Strategieebene. Jetzt, wenn du mit Modeling dir 15, 15, 20 von deinen Stärken angeguckt hast, könnte sein, dass du irgendwann merkst, sehr interessant, die haben alle bestimmte Sachen gemeinsam, diese Stärken. Und wenn du sozusagen das Muster im Muster entdeckst und irgendwann so eine Art beständiges Muster, dann kommst du irgendwann sogar, nicht gleich am Anfang, aber später, kommst du auf die Kernkompetenz. Das, was dich unverwechselbar macht. Ich gebe euch mal eine Idee von Kernkompetenz. Kernkompetenz ist sozusagen die Grundstärke, die du, selbst wenn du es wolltest, nicht ausschalten könntest. Und für mich das schönste Beispiel nach wie vor ist ein Interview, was ich mal als Kind gesehen habe, mit Willi Milovic. Den wird kaum einer von euch noch kennen. Das war ein Kölner Volksschauspieler, so von der vom heiteren Fach. Und Willi Milovic hat in einem Interview mal gesagt, dass er als junger Mann auf der Bühne anfing und er hat den Hamlet gespielt. Und er hat den Monolog gemacht mit dem Totenschädel in der Hand. Und er meinte, die Leute lagen vor Lachen unter den Bänken. Und dann hat er gesagt, hat er sich überlegt, wenn ich die mit Hamlet zum Lachen bringe, was passiert dann erst, wenn ich komische Stücke spiele? Und er ist umgestiegen aufs komische Fach. Und das ist für mich die Kernkompetenz. Das heißt, wenn du irgendwann merkst, du bekommst Leute mit Hamlet zum Lachen, dann könnte das was sein, was dich auszeichnet und du könntest einen Beruf draus machen. Und Punkt 20 sind nochmal zwei Punkte. Ich habe ja gesagt, es sind eigentlich 50, die ich zusammengestopft habe. Das heißt, wenn du deine Ressourcestrategien kennst, kannst du sie auf Knopfdruck aktivieren. Das ist schon mal ganz cool. Du kannst sie von einem Bereich in einen anderen Bereich übertragen. Business-Beispiel, wenn der Chef zum Angestellten sagt, Mensch, Herr, was weiß ich, Murgat heute, im Sport, wo ich sie erlebt habe, sind sie so aufs Gewinnen aus. Warum nicht beim Kunden? Und der Herr Murgat heute fragt sich und sagt, das ist eigentlich wirklich komisch. Da bin ich aufs Gewinnen aus und da nicht. Und Modeling würde bedeuten, du kannst die eine Strategie auf einen anderen Bereich übertragen und darüber Auskunft geben. Bedeutet, wenn man sie reflektiert, kann man sie lehren. Das hatten wir gerade. Man kann sie aber auch verkaufen. Das heißt zum Beispiel in Bewerbungsgesprächen oder so kannst du wesentlich kompetenter darüber Auskunft geben, was du für eine Ressource bist. Und da kann man den schönen Satz sagen, wenn sie mich engagieren, können sie sich davon das und das versprechen. Das heißt, du kannst dich als Ressource beschreiben. Jetzt kommt der NLP-Teil. Ich glaube, Punkt 21 muss ich gar nicht mehr groß erklären. Ne? Modeling ist die Keimzelle des NLP. Schon aus Ehrfurcht sollte jeder NLPler Modeling lernen. Ich meine, damit ging es los, da fing es an. Das ist da, wo NLP draus entstanden ist und da können noch viele andere tolle Sachen draus entstehen. Machen wir ein Häkchen dran, der ist klar. Jetzt, Punkt 22. Der entscheidende Punkt ist die Installation. Ich habe so viele Jahre rumgetüftelt, um rauszukriegen, wie installiert man eigentlich eine Strategie, bis irgendwann düsch, wie der Ochs vom Scheunentor mir klar wurde, da standste Jahre davor, ist eigentlich offensichtlich. Die Hauptinstallationsart im NLP geht über Formate, allerdings auf einer anderen Ebene, als ihr jetzt gerade denkt. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Wenn ihr ins Fitnessstudio geht, da steht eine Maschine. Und wenn du jetzt einmal an die Bizepsmaschine gehst und einmal dir den hier gibst, dann ist die Bizepsmaschine ein Gerät zur einmaligen Erzeugung eines Muskelkaters. Aber viel mehr wird das in deinem Leben nicht ändern. Wenn du aber regelmäßig an die Bizepsmaschine gehst, wird sich dein Körper ändern. Oder wie mal ein Fitnesstrainer in einem Interview meinte, du übst doch auch nicht Bankdrücken dafür, falls mal einer auf der Straße dich niederwirft und dir eine Stange auf die Brust legt. Sondern du übst Bankdrücken dafür, dass du im Alltag Alltagsbewegungen anders und kräftiger machen kannst. Das heißt, Change History ist modelliert von Virginia Satir. Wenn du ein Change History machst, wirst du hinterher nicht Virginia Satir sein. Leider, auch beim Disney gilt das. Wenn du ein
Change History mit einem Klienten durchführst, bist du nicht Virginia Satir dadurch. Wenn du aber ein paar hundert Change Histories machst, wirst du merken, dass sich dein Blick auf das Thema Vergangenheit ändert. Und wenn dann einer kommt und sagt, du, mir ist gerade was schiefgegangen, sagst du spontan, was hast du denn draus gelernt? Oder du sagst spontan, was hättest du gebraucht, damit es anders läuft? Du sagst nicht spontan, oh Gott, wie schrecklich, erzähl! Das heißt, du wirst anders reagieren und plötzlich beginnst du Virginia Satir zu ähneln. Das heißt, die Installationswirkung der NLP-Formate geschieht nicht durch einmalige Anwendung, sie geschieht durch wiederholte Anwendung. Und durch Modeling wirst du die NLP-Formate völlig anders verstehen, weil du die Wirkprinzipien verstehst. Du verstehst, dass bestimmte Schritte immer in einer bestimmten Reihenfolge kommen. Du verstehst, wo die Ressource eingebaut ist, wie die eingebaut ist, wie die Ressource mit dem Problem verbunden ist. Und dadurch kannst du Formate zum Beispiel auch anpassen und verändern. Da kommen wir schon zu Punkt 23. Und, das ist ja das Geilste, neue Formate bauen. Maßgeschneiderte NLP-Apps für dich, weil du sagst, ich bin so einzigartig und meine Probleme sind so einzigartig. Standardlösungen taugen mir nicht. Ich brauche mein eigenes NLP. Ja, dann baust dir doch. Dafür ist Modeling ja da. Das heißt, die Idee ist, wenn du wirklich Modeling kannst, und sorry, da muss ich sagen, das ist nichts für die ersten 3 Tage Modeling-Ausbildung. Das lernt man später. Wenn du wirklich die Baupläne der Formate verstehst und genügend variiert hast, kannst du irgendwann anfangen, dir komplett eigene NLP-Formate zu bauen. Maßgeschneidert für dich und deine individuellen Probleme. Und die können völlig verrückt sein. Ich habe mir Formate gebaut, die dauerten 1 Jahr. Also ihr könnt auch plötzlich in Kategorien gehen, da kommt man sonst nicht hin, ein einjähriges NLP-Format. Warum nicht? Also sowas als Idee. Jetzt, ich habe ja schon gesagt, wir reden über Modelle, über Landkarten, über Baupläne, Bausteinchen. Wenn du auf die mit dem Modeling-Blick an die NLP-Formate rangehst, wirst du irgendwann entdecken, dass bestimmte Bausteine in den Formaten sich ständig wiederholen. Das ist sozusagen das NLP-Vokabular. Und dann wird es sich ergeben, wenn nicht, helfe ich dir ein bisschen dabei, dass du die Bausteine anfängst, einzeln zu üben. Das ist wie die Fingerübungen, die ein Klavierspieler macht. Und wenn du diese einzelnen Bausteine übst, wirst du irgendwann insgesamt im NLP besser werden, weil du zum Beispiel in allen möglichen Formaten immer an der gleichen Stelle, was weiß ich, wenn es um Timeline geht oder um Assoziation oder um inneren Dialog, immer da hakst. Ja, dann üb doch mal das Element einzeln, wenn es eh überall vorkommt. Das heißt, jede einzelne logische Ebene, jedes einzelne Metaprogramm ist sozusagen eine Einladung, üb mich und werd besser. Und dazu brauchst du halt diesen modularen Blick aufs NLP, diesen Blick, dass du sagst, das ist, im Grunde ist das ja wie Musik, wo ich Noten einzeln üben, lernen, sonst irgendwas kann. Und was sich daraus auch ergibt, ist, dass natürlich ganz logischerweise deine NLP-Gesprächsführung als Coach, Trainer, Freund, Partner, Berater, Kollege wird besser, weil du ja viel besser weißt, wie eine Veränderung funktioniert und wie du einen Veränderungsweg gehen kannst. Hey, wir liegen ganz gut in der Zeit. Jetzt dachte ich mir noch zum Schluss der Sahnehäubchen, werde schlau und kreativ. Yeah. Also, schlechte Nachricht, nach allem, was man weiß, ist Intelligenz angeboren und lässt sich nicht steigern. Aber was hilft dir ein IQ von ganz hoch, wenn du ihn nicht nutzt? Also das ist ein bisschen so, wie wenn du quasi ein Auto kriegst und das Auto hat halt einen Motor und der Motor hat halt so und so viel PS. Aber unabhängig davon, wie viel PS der Motor hat, ist immer noch die Frage, kannst du den Wagen fahren oder nicht? Kannst du ihn halbwegs fahren oder kannst du ihn gut fahren? Und von daher könntest du dir mal überlegen, ob du das, was der liebe Gott dir mitgegeben hat zwischen den Ohren, wirklich in seiner ganzen Schönheit und seinem ganzen Potenzial nutzt. Die meisten Leute müssen da sagen, nee, eigentlich nicht. Und da übt Modeling einige Punkte, die definitiv dich voranbringen. Punkt 26 ist, Modeling macht dich schlauer, weil du Mustererkennung übst. Mustererkennung ist das Dopaminprogramm im Kopf. Mustererkennung ist, du guckst eine Baumrinde an und siehst ein Gesicht. Du guckst in die Wolken und siehst Tiere. Das heißt, Mustererkennung ist, du siehst was, was da gar nicht ist, was aber da drin sein könnte, weil sich bestimmte Sachen zusammenfügen. Du siehst ein Gesamtbild. Und das
musst du können, wenn du Modeling machst, weil sonst kannst du nicht modellieren, weil du ja so einen enorm komplexen Menschen, dagegen ist eine Baumrinde nichts gegen einen Menschen, so einen enorm komplexen Menschen musst du ja irgendwie in so ein Kritzelbild machen. Also irgendwie Jablonski, Prenzlauer, Danziger. Versteht ihr? Also ihr müsst ja irgendwie dann Abbild machen. Das heißt, du musst, wenn du Modeling kannst, irgendwann diesen Blick entwickeln und der kommt irgendwann, dass du hinguckst und du siehst ein Muster. Du siehst einen Punkt, du sagst, wow, das ist es. Das ist so, wie wenn die Bausteine alle zusammenfallen in so ein Gesamtbild. Plupp. Und Klaus Marwitz in dem Seminar Alpha Readings war ein ganz wichtiger Punkt, den er mit den Leuten geübt hat. Leider ist das weg. Punkt 27, Modeling macht dich kreativer, weil du vernetzen übst. Musst du ja. Ich meine, allein der Gedanke, wenn du ein Modell hast und eine Vergleichsperson, also der kann es und der soll es können. Die Strategie soll von dem in den rein. Oder du sagst, hier kann ich es und hier würde ich es gerne können. Musst du ja Dinge übertragen können. Du musst ja Sachen zusammenbringen können, die vorher gar nicht zusammen waren. Es geht also um die, Frau Birkmiller nennt das immer Assoziationen und Dissoziationen. Das heißt, wenn du sagst, ich wäre gern reich, da fällt mir ein Bill Gates, das ist eine Assoziation, also eine Verknüpfung, die naheliegend ist. Wenn du sagst, ich wäre gern reich, das lerne ich von Angela Merkel, weil die den Leuten auch alles verkaufen kann. Dann sagt man, eigentlich genial, stimmt. Das heißt, du lernst irgendwann Vernetzungen im System, die ungewöhnlich sind. Und Vernetzen ist die Grundtechnik von Kreativität. Dann 28, Modeling schult selbstverständlich deine Wahrnehmung. Und zwar auf allen Ebenen. Weil wenn du jemanden modellierst oder wenn du dich modellierst, ist ja der erste Schritt bei der Elicitation, dass du wirklich genau hinguckst und genau hinhörst und genau hinfühlst. Was ist das eigentlich? Das heißt, dieses WAKOK-Training, ich schätze mal, einige von euch sind in meinem Newsletter und kennen, dass WAKOK-Training für mich ein ganz wichtiger Punkt ist, dieses Trainieren der sinnesspezifischen Wahrnehmung ist unglaublich wichtig. Wir kommen bei Punkt 30 nochmal drauf, dass du deine Sinne schulst und schulst, dich auch auf deine Sinne verlassen zu können, dass du auch davon ausgehst, dass wenn du bestimmte Dinge siehst, hörst oder fühlst oder auch in der Vergangenheit gesehen hast, gehört hast und gefühlt hast, das wahrscheinlich auch schon stimmt, das so zu machen. 29 Abstraktionsvermögen heißt, ganz platt gesagt, das ist die berühmte Unterscheidung von Form und Inhalt. Das heißt, um zum Beispiel sowas zu machen wie, dass jemand dir voll Kummer sein Problem erzählt und du sagst, geile Strategie. Da musst du ja diese Strategie abstrakt, das heißt ohne Inhalt sehen. Es gibt ein wunderbares Beispiel von Bandler, wo der geschrieben hat in einem Buch, er hat mal jemanden in Therapie gehabt und der hatte das Problem, dieser Mensch, dass wenn er Fernsehen geguckt hat, immer die Figuren aus dem Bildschirm rausgekommen sind und mit ihm angefangen haben zu interagieren. Und deswegen ging es dem Mann nicht gut. Und dann meinte Bandler zu dem, ey Mann, wenn wir das beschreiben und anderen Leuten beibringen, wenn wir das zum Beispiel einsamen geschäftsreisenden Männern beibringen, die abends im Hotel den XXX-Channel gucken, wir werden reich. Das heißt, Abstraktion ist zu erkennen, das, was in diesem Kontext eine Problemstrategie ist, kann in diesem Kontext eine Lösungsstrategie sein. Okay? Und aus all dem ergibt sich logischerweise, dass Modeling dich vor Manipulation und Gaslighting schützt. Das heißt, wenn du deine Strategien kennst, wenn du deine Landkarte kennst, dein Lebensmodell, wird es für die anderen unglaublich viel schwerer. Und bei den anderen meine ich einzelne Personen, Gruppen, Systeme oder auch Ideologien. Es wird viel schwerer für die, in deiner Landkarte rumzupfuschen, weil du sagst, sorry, aber ich Selbstbewusstsein, Selbsterkenntnis und so weiter, ich kenne das Terrain und du baust mir da nicht irgendwann ein, so nach dem Motto, ihr habt schon mitbekommen, wie die ersten Navigationssysteme gekommen sind, dass dann manchmal irgendwelche Fahrer von Oberklasse-Autos mit ihrer Limousine im Fluss gelandet sind, weil das Navi hat die Fähre als Brücke gelesen und der folgte dem Navi und platsch rein ins Wasser. Das heißt, sowas macht dann einer nicht mit dir, weil du kennst dein Terrain, du kennst dein Modell, du kennst deine Landkarte und kennst dich da selbst am besten drin aus. Yeah! Wie habe ich denn das geschafft? 20 Uhr. Guckt mal, der Bonusgrund.
Die von euch, die meinen Newsletter lesen, kennen das wahrscheinlich, dass ich gerade eine Newsletter-Reihe über Freiheit habe. Ich kann euch sowieso mal den Link in den Chat schreiben, weil die von euch, die meinen Newsletter nicht haben, kann ich nur empfehlen. Lest ihn, ihr habt vorhin gehört, was... Warum ist hier kein Chat? Ah, hier ist der Chat. Zoom hat das Feld verändert. Hier könnt ihr den, wenn ihr wollt, bestellen. Also, ich schreibe da am Samstag auch wieder ein Newsletter drüber. Freiheit ist ja die Idee, tun und lassen zu können, was ich will. Und das sagt sich so leicht. Mach doch, was du willst. Die schlaue Rückfrage wäre, ja, wie denn? Ich meine, wenn ich keine Ressourcen habe, wenn ich kein Wissen habe, wenn ich kein Können mehr habe, dann sagt sich das so leicht, tu, was du willst. Das heißt, Modeling ist die Idee, dass du deine Persönlichkeit entwickelst, Selbsterkenntnis, Gedankenfreiheit darüber, weil du halt das auch bewusst denken kannst, mithin, ich nehme mal so ein ganz angeberisches Wort, Selbstdesign. Manchmal kommt ja die Frage, ja, wenn ich jemanden modelliere, ja, bin ich dann eigentlich noch ich, wenn ich das von dem übernehme? Und Bandler hat da mal die Antwort gegeben. Warum willst du unbedingt du selbst sein, wenn du auch etwas ganz Wunderbares sein könntest? Aber das kann man auch nicht jedem sagen, das ist ein unverschämter Satz. Ich glaube ja, wir alle sind ja ohnehin ein Patchwork, so ein Sammelsurium von allen möglichen übernommenen Strategien von anderen Leuten. Also Default Option ist meistens irgendwie Input von Mama und Papa und Großeltern, genetisch und durch Prägung. Das heißt, bei den meisten Eigenarten und Sachen, die du im Leben machst, wirst du eine Quelle angeben und sagen, ja, das habe ich von dem, das habe ich von dem, das habe ich von dem. Für mich ist ein Zeichen von Erwachsensein, dass man sich das irgendwann bewusst aussucht. Dass man sagt, natürlich werde ich von anderen Leuten geprägt. Natürlich übernehme ich Strategien von anderen Leuten, aber ich wähle aus. Ich nehme die Freiheit, auszuwählen. Wer soll mich beeinflussen? Von wem möchte ich übernehmen? Und so kannst du deine Persönlichkeit nämlich bilden durch bewusste freie Auswahl. Daraus ergibt sich nach meiner Meinung erst die Handlungsfreiheit. Und Handlungsfreiheit heißt auch, wenn ich weiß, wer ich bin, weiß ich auch, was ich machen will und was ich erreichen will. Und dann werde ich ganz oft merken, au, ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Also nehmen wir an, ich stelle fest, ich wäre gern noch erfolgreicher und ich kriege es aber nicht hin. Und dann kenne ich Stefan Landsiedel und der ist noch erfolgreicher. Und dann frage ich Stefan, wie hast du das gemacht, dass du noch erfolgreicher bist? Und das Coole ist, der sagt es mir. Und wenn ich Modeling kann, mache ich es nach. Also habe ich Handlungsfreiheit. Und der nächste Punkt wäre jetzt, die Freiheit, Beziehungen einzugehen. Andere Leute zu verstehen, Leute ansprechen zu können. Flirt, Verkauf, Kommunikation, Konflikt, was weiß ich. Und von denen lernen zu können, übernehmen zu können, Kontakt zu finden. Bis hin zu mein Umfeld gestalten, meine Zugehörigkeit gestalten, Freunde und so weiter, auch da zu wählen. Alles das ist für mich enorm verbunden mit Modeling. Freiheit im NLP. Ich kann mir eigenes NLP machen. Ich kann mir eigene Formate bauen. Also für mich ist Modeling, kurz gesagt, so der Inbegriff von nicht mach dich frei, aber macht dich frei. Ich habe es ja schon ganz früh gesagt, NLP ist nicht die Methode, die dir sagt, was du im Leben erreichen sollst. Das machen Sekten, dass sie ansagen, was man anstreben soll. Wenn du eine Idee hast, was du gerne möchtest, ist NLP die Strategie, wie du es erreichst. Und das klassische NLP ist ein Werkzeugkoffer voll vorgefertigter Modelle und Werkzeuge. Die klassischen NLP-Formate, vielleicht so 30 Stück. Und die kriegst du beigebracht mit Anleitung, und kannst du machen. Und die von euch, die ein paar Jahre NLP machen, werden festgestellt haben, damit kannst du echt viel machen. Aber nicht alles. Irgendwann kommst du an die Grenzen des Werkzeugkoffers. Und das ist der Punkt, wo viele Leute leider mit NLP aufhören und zu anderen Methoden übergehen. Wenn ihr an das Grinder-Zitat zurückdenkt, im Grunde ist das die Stelle, wo NLP jetzt losgehen würde. Dass du sagst, ich habe eine Methode gefunden, die kann was, die macht was, die tut was, was ich im NLP nicht machen kann. Ja, dann modelliere sie doch. Genauso wie Bandler, Grinder, Pearl, Satir, Bates und Erickson modelliert haben, könntest du jetzt das NLP erweitern, vergrößern. Ich habe
die Psychografie sozusagen ins NLP mit reingeholt. Ich habe Status nach Keith Johnson ins NLP reingeholt. Ich habe Spiral Dynamic, machen viele. Ich habe NLP sehr angereichert durch meinen Musikerhintergrund, Kompositionslehre, eine bestimmte Art NLP zu betrachten wie Musik. Ich habe den Storycode beschrieben, also eine Kombination von NLP und Storytelling. Das könnt ihr auch, dass ihr das NLP erweitert. Eine Idee von Bernd Isert, einem meiner tollsten Lehrer, war, lasst uns doch das NLP modellieren. So ein Meta-NLP, dass wir rausfinden, was klappt eigentlich im NLP? Das behalten wir, den Rest schmeißen wir weg. Da hätten Sie meiner gelünscht, wie er das gesagt hat. Ich finde, der Mann hat völlig recht. Das heißt, mit diesem Modeling-Blick, mit diesem Blick auf, ich mache eine Landkarte, ich mache eine Abstraktion, habe ich einen völlig anderen Zugriff auf all diese Sachen.